gab's dafür. Und 1000 Dollar. Matt, was gibt's? Ich wollte Ihnen danken, ganz offiziell. Ator ist wieder auf den Beinen. Wenn Sie nicht gewesen wären, läge er immer noch im Koma. Oder noch schlimmer. Ich bin froh, dass es ihm besser geht. Ich auch. Nur er weiß, was in Old Villador passiert ist. Und dank Ihnen werde auch ich es bald wissen. Ende. Aber ich kann es dir doch sagen, was passiert ist, Mensch. Oder reden die von einer anderen Begebenheit? Hast du den Quartiermeister? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat das Zeug schnell gewirkt. Ja, der Feind liegt doch noch da. Du stehst auf der Seite des Gegners, Pilger. Ja, gut. Aber vielleicht geht es auch um den Angriff auf, hier, Bums. Es kann sein, dass es um den Angriff ging. Stimmt. Aber auch dazu kann Aethor den eigentlich nicht viel sagen, weil er zu der Zeit mit uns im Tunnel war. So ist es. Und mit dem Gesicht im Dreck gelegen hat. Über dem Aether muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Sorgen, alle Träume, sagt man. Nee, keine Ahnung, kenn nix nicht. Hey, Matt. Matt. Double Matt. Super Matt. Wissen Sie, was das ist? Dieser Schlagring gehörte zuerst Commander Lucas. Dann wurde er an Aether weitergegeben. Was in Old Villador passiert ist, das darf nicht wieder geschehen. Wir müssen die Stadt retten, Aiden. Vor der Seuche, vor dem Schlechter und seinen Männern. Was auch immer sie planen. Okay, aber über Funk sagten sie, dass sie Informationen für mich haben. Ja, bevor wir uns darum kümmern, sagen Sie mal, Aiden, wofür brauchen Sie diese Datenbank? Was ist da gespeichert? So, wir sind ja der gute Aiden, Dante ist der böse Aiden. Und deswegen, fick dich. Suchen wir, ich suche nach meiner Schwester, sage ich die Wahrheit. Genau. Ich suche meine Schwester. Was ist mit ihr passiert? Vor langer Zeit hat Walt sie verletzt. Er nahm sie mir weg. Und ich will, dass er mir sagt, wo sie ist. Ob sie noch immer irgendwo am Leben ist, oder... Deshalb suche ich nach der GRE-Kommandozentrale, um dort auf den Servern auf Walls Datenbank zuzugreifen. Also haben wir einen gemeinsamen Feind. Der da wäre? Waltz. Das ist die rechte Hand des Schlechters. Er pumpt seine Männer voll mit Hemmstoffen. Wir können sie beide schnappen. Ich habe sie hergebracht, weil ich weiß, dass sich ein paar GRE-Wissenschaftler in der Stadt verstecken. Wir haben einen von ihnen aufgespürt. Kurz vor dem Angriff der Abtrünnigen. Klingt nicht übel. Wenn ich den Wissenschaftler finde, kriegen wir raus, was er weiß. Wenn er nutzlos ist, finden wir einen anderen. Und noch einen, bis sie die Antworten bekommen, die sie suchen. Warum verstecken sich die ehemaligen GRE-Leute? Sie fürchten den Zorn der Leute. Die Leute sind wütend, weil die GRE die Infektion verbreitet hat. Es ist also wahr, dass die GRE das Virus brachte? Wer sonst? Es heißt, auf ihren Stützpunkten haben sie Experimente durchgeführt. Sie brachten Container aus Haran, bei Nacht und Nebel, damit die Regierung nichts mitbekommt. Und dann brach alles zusammen. Aus Rache jagte man die Wissenschaftler und erhängte sie an Laternenmasten. Und tötete so die einzigen Menschen, die in der Lage waren, ein Heilmittel zu finden. Es gibt kein Heilmittel und es wird nie eins geben, Aiden. Das ist GRE-Propaganda. Das stimmt so nicht. Sarah hat es gefunden, das Heilmittel. 100% haben wir das Heilmittel gehabt. Ja, die nächste also Variante. Was wollen Sie als Gegenleistung? Was glauben Sie, was ich will? Vielleicht das Gleiche wie Sie. Die Stadt hat wieder Strom. Die Abtrünnigen greifen an. Sie haben zum ersten Mal seit Kriegsende unsere Posten im Stadtzentrum angegriffen. Aber es haben sich auch neue Möglichkeiten für uns ergeben. Dank der Elektrizität können wir die größte Antenne im Stadtzentrum in Betrieb nehmen. Auf der Spitze des VNC-Turms. Was? Sie wollen den Schlechter per Funk besiegen? Gewissermaßen. Mit dem Signal erreiche ich eine große Anzahl von Menschen. Die Kommunikation zwischen den Siedlungen wird verbessert, wir können mehr Rekruten anwerben und die Stadt verteidigen. Und es wird einfacher, die überlebenden GRE-Ärzte zu finden, die sie suchen. Ich werde meinen Teil beitragen, aber welche Garantie habe ich, dass Sie mir danach helfen? Vertrauen Sie mir etwa nicht, Aiden? Ich bin noch nicht so lange hier, aber ich merke schon, dass Versprechen in dieser Stadt selten gehalten werden. Wenn wir keinen der GRE-Wissenschaftler finden, verspreche ich Ihnen, Waltz für Sie zu schnappen.
Sie arbeiten mit Lawan. Das lässt mich vermuten, dass Sie auch nach ihm suchen. Okay, ich bin dabei. Gut. Der Schlechter hat einen Grund für seinen Angriff. Ich will sicher gehen, dass diese Stadt sicher ist. Um jeden Preis. Alles in Ordnung, Sir? Mayer wird Ihnen unseren Plan erläutern. Begeben Sie sich sofort zu ihr. Oh, und Aiden. Sie müssen mich nicht Sir nennen. Freunde nennen mich Jack. Okay, Jack. Oh, jetzt sind wir der Freund von Captain Jack, Matt. Der Mann mit den zwei Vornamen. Okay. Ey, yo, Captain Jack. Ey, yo, Captain Jack. Bring me back to the... Irgendwas weg. Müssen wir mal gucken, Rainbow ja. Track. Ja, Rainbow Track. Ja, nice, Mann. Voll Idiot, ey. Davon erholt er sich nicht. Das war alles schon wieder... Die benutzen uns alle, oder? Hab ich das Gefühl irgendwie. Mach mal das für mich. Ich mach mir Sorgen um Patricia. Ja, vor allem war das sowieso keine Antwort auf unsere Frage. Nee, kein Stück. Als Dreck. Mit den Versprechen, die nicht gehalten werden. Ja, dann verspreche ich dir, du wolltest, dass ich die Wolfs fange. Hä? Was? Hä? Ja, da will er, ja, wir wollen antworten, einfach nur. Ja, aber ich frage ihn, was er mir für Garantien geben kann. Weil Versprechen zählen ja in dieser Stadt nicht. Und er sagt, ja, dann verspreche ich dir, ich Wolfs fange. Ja. Drei Abwertungen brauche ich noch. Und Level 6. Hey Mayor! Puppe! Wollen wir mal essen gehen oder was? Bald ist Valentinstag. Matt schickt mich. Ja, er wollte, dass ich dir das hier gebe. Eine kleine Belohnung dafür, dass du uns Peacekeepern geholfen hast. Eine UV-Taschenlampe. Könnte von Nutzen sein. Danke. Er erwähnte einen Plan. Der VNC, Tome. Jetzt, wo die Lichter an sind, können wir über die TV-Antenne eine Mobilmachung verkünden. Aber zuerst müssen wir auf die Spitze gelangen. Und das ist ein weiter Weg. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr über diesen Radiosender auf dem Turm. Es ist das höchste Gebäude in Villador. Es war einst das Symbol für die Größe der Stadt. Jetzt ist es ein Symbol für ihren Untergang. Warum sagst du das? Diese Antenne könnte die Stadt wieder zusammenbringen. Aber wenn jemand darauf geht, um sie einzuschalten, rate mal, was dann passiert. Nichts Gutes, denke ich. Verdammt richtig. Das Leuchtfeuer, das die Stadt erhellen könnte, ist eine Todesfalle. Wir hoffen, dass das dieses Mal nicht so ist. Wir werden sie mit UV-Lampen beleuchten. Was macht sie so gefährlich? Da drin ist ein Schattenjägernest, glauben wir. Es ist die größte Dark Zone in der Umgebung. Einst versuchten Nightrunner, sie zu erobern. Sie wollten die Antenne benutzen, um die einzelnen Gruppen von Überlebenden miteinander zu verbinden, den Menschen Hoffnung geben. Aber sie kamen nicht einmal in die Nähe der Antenne. Und am Ende wurden die Nightrunner ausgelöscht. Ausgelöscht? Du meinst jeder einzelne Nightrunner? Das ist das Problem. Frank hatte alles genau geplant. Aber damit sein Plan funktionieren konnte, brauchte er jeden Einzelnen. Alle Mann an Deck. Und das passierte nicht? Nicht alle glaubten an den Plan. Also gab es ein Zerwürfnis. Frank dachte, sie würden sich mit der Zeit besinnen, aber am Ende besannen sich eben nicht alle. Der Plan ging den Bach runter. Es war grauenvoll. Wer in jener Nacht die Schreie der Nightrunner über Funk hörte, hat noch heute Albträume davon. Was passierte mit der Gruppe, die sich weigerte, an der Mission teilzunehmen? Hat sich aufgelöst. Verschwand. Wer den Zwiespalt entfachte, wurde als Verräter gebrandmarkt. Und jetzt sind die Nightrunner nur noch ein Schandfleck der Geschichte. Wir sollten unsere Zeit nicht mit der Vergangenheit verschwenden. Wir müssen mit unseren Gedanken im Hier und Jetzt sein. Okay, los geht's. Sind die Scheinwerfer in Position? Das wären sie, wenn Juan vom Nachschub mal seinen Job machen würde. Und das hat er nicht, nehme ich an. Er spielt schon seit Tagen Verstecken mit mir und ist viel zu spät dran. Geht mir auf die Nerven. Sieh also erstmal nach, wo sich Juan rumtreibt und was da los ist. Und wenn du ihn findest, dann tritt ihm kräftig in den Arsch. Mit schönem Gruß von mir. Oh Mann.
Entwurf UV-Taschenlampe. Zeit zu handeln. Cool. Okay. UV-Taschenlampe. Sie haben eine UV-Taschenlampe erhalten. Sie ermöglicht es Ihnen, alle Infizierte zurückzustoßen und zu schwächen, insbesondere Befallene und Schattenjäger. Zur Nutzung der UV-Taschenlampe rüsten Sie mit 1 aus und halten Sie dann die mittlere gedrückt, um sie zu benutzen. Behalten Sie die Energie der Taschenlampe im Auge. Wenn sie auf 0 erreicht, müssen Sie warten, bis der Akku wieder aufgeladen ist. Sorgen Sie dafür, dass die Infizierten im Kegel der UV-Lampe bleiben, bis sie zu Boden fallen. Dies macht sie für einige Sekunden verwundbar. Nutzen Sie die Gelegenheit, um anzugreifen. Also das kennen wir ja aus Teil 1. Das Teil. Cool. Nice. Da denkst du wieder, die Altar. Ja, das ist die Frage, wann Aether da... Sammle Informationen über die UV-Lampen. Ich hoffe, wir können da noch ein bisschen Nebenquests machen. Ich hoffe, wir beenden das Spiel nicht jetzt auf die Schnelle. Selbst wenn, danach kannst du in der Regel wieder zurück in die Welt. Naja, klar. Hat er was Vernünftiges? Was soll der haben? Hier bist du richtig! Oh, brauchen wir da Militärtechnologie für die UV-Lampe? Das nehme ich mal. 160 Schaden ist echt krass. Aber es ist teuer, ne? Diese Pistolenteile. Zug von der Insel. Ich hoffe, Matt weiß, was er tut. Pistolenteile. Hast du die nicht vorne gebaut? Du hast sicher irgendwas gebraucht. Den kleinen Flammenstock oder wie das Ding heißt. Nö, oder? Wozu? Schnellstock. Das ist cool, das Ding. Das ist mal echt. Das ist wie eine Pistole, aber das ist nur ein Schuss. Ich frage mich eher, wie ich die scheiß Taschenlampe ausrüsten soll. Ich hab die ausgerüstet. Das ist wie eine Wurfwaffe. Rüstest du die aus? Nein. Für den Besuch. Mal gucken, mal im Stream, links unten. Hab die ausgerüstet wie eine Wurfwaffe. Genauso benutzt du die auch. Ja, das ist schön. Ich kann es aber nicht ausrüsten. Vielleicht draußen dann aus. Guck mal an die Tür. Stehe ich doch. Jetzt. Ey, Juan! Ich suche nach Juan Rayner. Du scheinst nicht in seinem Terminplan zu stehen. Es ist dringend. Der Commander hat mich geschickt. Also hat Monsieur Jacques dich geschickt? Jacques? Jacques Matt, Monsieur Rayner ist nicht ihr. Ich kann eine Nachricht aufnehmen. Nein, ich muss persönlich mit ihm reden. Wo ist er? Leider kann ich nicht helfen. Wo Monsieur Rayner ist, ist seine Privatsache. Warte, wenn es sein muss. Sonst noch was? Ich warte, auch wenn mir das gar nicht passt. Was treibt denn Boss denn so in seiner Freizeit? Monsieur Rainer ist ein echter Connoisseur der feinen Dinge im Leben. Essen, trinken und so ziemlich alles, was auf zwei Beinen geht. Befindet er sich jetzt gerade in der Nähe dieser sogenannten feinen Dinge? Vielleicht kann ich ihn dort finden. Ein netter Versuch, aber nein. Ich kann nichts sagen. Matt wird nicht glücklich sein.
Juan kümmert sich nicht allzu sehr um die Gefühle des kleinen Majors. Komm gerne wieder. Juan? Aiden, lebst du dich ein in der Stadt? Ich arbeite daran. Maya und Jack haben mich zum Nachschub geschickt. Interessanter Haufen. Anders als der Rest der PKs, die ich getroffen habe. Das könnte daran liegen, dass sie keine PKs sind, Adlerauge. Das Geschäft ist ihr wahrer Glaube. Verstehe. Wie auch immer. Ich kann ihren Boss nicht finden. Juan? Ach, weißt du, der macht sich gerne rar. Lungert wahrscheinlich beim Fischauge rum. Aha. Auf zum Fischauge. Der clevere Bastard hat sogar einen eigenen Tisch da. Besticht den Koch, um Dinge zu bekommen, die nicht auf der Karte stehen. Er lebt, als wäre der Untergang nie gewesen. Ich werde dort nach ihm suchen. Viel Glück bei der Suche. Und viel Glück, wenn du ihn gefunden hast. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, Mann. Aber die Jungs hängen immer hier. Warren. Ja, jetzt überfallen die verdammten Anzündigen auch die Kantine. Ja, Mann. Ja, klar können wir gewinnen. Was aber sind, also das waren ganz viele Nightrunner, das waren absolute Spezialtypen, die Nightrunner, gell? Richtig krass, ey. Die waren parkourmäßig voll am Start, ey. Die waren alle hochgelevelt. Und die haben es nicht geschafft, diesen Turm einzunehmen. Und jetzt kommt Aiden, hier mit seiner, was weiß ich, wie alt er ist, 22 Jahre, glaube 23, irgend sowas. Und wir sollen dann jetzt mit denen zusammen das Ding einnehmen. Ich weiß nicht, ey. Hinkt ein bisschen. Ja, wieso? Die waren schon alle alt. Ja, wahrscheinlich. Alt und verbraucht, die Jungs. Ich schätze mal, wir müssen jetzt Jack rekrutieren. Quatsch, hier, doch. Wie ist der Jack? Nee. Barry? Günther? Gertrud? Wie ist denn der? Ah, Jack Matt hieß der. Das war Jack Matt, ja. Würden mehr mit uns reden. Ja, finde ich auch. Die sollten mehr mit uns reden. Ja, du wirst streiten. Du stehst auf der Seite des Gegners, Pilger. Das könnte sich eines Tages rächen. Ich führe nur die allerbesten PK-Waren. Aha, die besten PK-Waren. Du da. Ja. Betreten verboten. Ach dieser so. Schiff ist entscheidend für unsere Operation. Das ist ja geil. Hat mir auch schon von anderen gesagt. Ich weiß nicht, ob das passiert irgendwann. Ich hoffe nicht. Ich mach wieder zu. Das ist natürlich die Frage jetzt, ne? Klingt das nach dem... Klingt das nach dem Ende von der Story an sich? Wenn ihre Leute erreichen über den Funkturm? Nee, ich glaube nicht. Ich hörte von Raus Rückzug von der Insel. Ich hoffe, Matt weiß, was er tut. Wir müssen ja auch so eine Schwester finden und so. Denke ich mal, wenn überhaupt. Wenn es möglich ist. Oh nein! Ah, das war ein Fehler. Sie sind tot. Katz. Ja, gut. Im Außenposten gespawnt. Da wollte ich auch hoch eigentlich. Dafür wird Matt den Abtrünnigen nicht vergeben. Gut, wo ist Dave denn? Oh, 243 Meter. Ich bin nochmal im Dafka. Ja. Wer weiß, den VNC-Turm machen. Bis gleich. Das letzte Mal, dass ich mit Perez tausche. Das ist ja lustig. So, da sind wir wieder hier. Vielleicht haben die ja die Händler was hier am Start. Müssen wir die Markierung da wegnehmen von dem einen. Lower Daumen, hey, da ist noch so viel Gebiet hier frei. Das ist noch nicht das Ende von der Story. Wir können das, glaube ich, noch machen, problemlos den Turm. Zumindest vorbereiten, das werden wir heute noch schaffen. Wollten eigentlich nicht ganz so lange machen heute. Hier ist der Turm, oder? Ein Garrison.
so aus. Der höchste Turm von ganz Veledor. Hier ist auch noch irgendwelche Straßenzüge, weiß nicht, ob ich das auch noch erschließen kann. Auf jeden Fall haben wir hier noch mehrere Gebiete, die noch nicht. Hier oben ist noch nicht aufgedeckt und hier ist alles noch nicht aufgedeckt. St. Paul Island, Lower Dom Area und Newfound Lost Lands. Weiß ich nicht. Also wir haben auf jeden Fall noch genug zum Aufdecken, das heißt, wir sind noch nicht am Ende. Was ist dieses Fragezeichen? Weiß nicht, was das ist. Das habe ich hier schon mal gesehen. Müsst du vielleicht mal hingehen? Und mal klopfen. Kann sein, dass es eine Quest ist. Kann aber auch sein, dass das aus nach dem Spiel kannst, da hingehen kannst, das weiß ich nicht genau. So, nicht mehr verfolgen, genau. So, und jetzt gehen wir mal kurz hier rein. Die Geschichte spitzt sich auf jeden Fall zu. Hier muss man hin. Machen wir gleich. Ich will kurz zum Händler. Wenn der hier war irgendwo. Nochmal von vorn. Du kannst dir bestimmt wenigstens diesen kleinen Abschnitt merken. Ihr seht nicht wohl, Senor Anton. Senor Antonio? Oh, ihr seht nicht wohl, Senor Antonio. Ihr macht euch mit der Welt zu viel zu schaffen. Ja, ja, mach weiter. Der kommt darum, der mühsam sie erkauft. Glaubt mir, ihr habt euch erstaunlich prächtig. Vergesse ich doch bestimmt. Glaubt mir, ihr seid wunderbar verändert. Machen wir uns mal die. Reden wir uns mal kurz mit denen. Und die werden wir kurz auch noch annehmen hier. Sonst vergesse ich die. Das war blöd. Mache ich nicht so gerne. Ich versuche mal gerne gerade Abschlüsse zu machen. Das heißt, anzunehmen, abzuschließen. Aber das ist nicht immer möglich. Was hast du denn hier? Eine kleine Nutte. Jetzt. Appreciate all that is vacant.